Hallo und herzlich willkommen hier bei Kachelmann Wetter mit dem Blick heute wieder in die Mittelfrist, bisschen Spekulationsbereich und ich kann nur sagen, schon in der zweiten Wochenhälfte nächste Woche beginnt im Grunde der absolute Spekulationsbereich. Da wird schon richtig unsicher, denn wir haben es mit einer gestörten Zirkulation zu tun. Da spricht man so ein bisschen umgangssprachlich von, wenn es große blockierende Hochdruckgebiete gibt und eben wie wir nächste Woche haben, eine stramme östliche Strömung und der Atlantik, die klassische Westwetterlage oder auch Nordwest, Südwest erstmal richtig blockiert sind. Ich will heute zu Beginn des Videos kurz mal ein bisschen ausschweifen, denn es gibt einen starken Zyklon vor der Nordwestküste Australiens. Wir sehen hier mal die Animation von heute Morgen vom Satellitenbild, heute Morgen unserer Zeit mit dem ausgeprägten Auge. Da hat sich der Zyklon kurz vor der Küste nochmal verstärkt. Und für alle, die das jetzt noch nicht wissen, ein Zyklon ist das gleiche Phänomen wie beispielsweise ein Hurrikan oder ein Taifun. Es wird nur je nach Region auf der Erde anders genannt. Ja, dieser Zyklon, der wird jetzt in den nächsten Stunden heute noch an Land gehen im Nordwesten von Australien. Und die Windgeschwindigkeiten, die liegen teilweise über 250 Kilometer pro Stunde um das Auge und es gibt eine Wetterstation auf einem Atoll vor der Küste, die wurde von diesem Zyklon erfasst und man sieht ganz gut, wie die Windgeschwindigkeiten zunächst über 200 Kilometer pro Stunde lagen. Dann sieht man so einen Knick, wo die Windgeschwindigkeit runtergeht, da ist das Auge durchgegangen, das Zentrum, wo der Wind sehr schwach ist. Und dann gab es wieder eine Böe von 235 Kilometer pro Stunde. Ja, und danach müsste der Wind eigentlich weiterhin nur ganz langsam abnehmen und stark bleiben, ist aber im Grunde zusammengebrochen. Da hat es die Wetterstation bzw. den Windmesser wohl zerlegt. Das mal kurz der Ausblick, ein bisschen weiter Richtung Australien. Schauen wir jetzt natürlich auf unser Wetter nächste Woche. Lars hatte bis zum Wochenende gemacht. Ich verlinke das Video auch nochmal hier oben, da gibt es die Vorhersage. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen Mittelfrist und in den Spekulationsbereich, wobei so langsam sich ein Trend für die erste Wochenhälfte abzeichnet. Es ist ziemlich interessant, sich die ganze Wetterlage erstmal nächste Woche anzuschauen. Und wenn wir auf den Bodendruck schauen, sehen wir nämlich diese unglaublich riesige, starke Hochdruckzone über gesamt Nordeuropa. Ja, und da stellt sich am Rande dieser Hochdruckzone eine östliche Strömung im Grunde von Russland, von Moskau bis weit auf den Atlantik ein, also in weiten Teilen Europas östliche nordöstliche oder südöstliche Winde. Ja, wann hat man das schon mal? Das ist schon ziemlich besonders, kommt nicht allzu häufig vor. Und einmal muss ich es noch sagen, ja, wenn diese Wetterlage im Januar käme, dann wären weite Teile Europas gefrostet. Aber wir haben ja eben schon Mitte April. Wir müssen uns, um die Details anzuschauen, mal so ein bisschen auf die Höhenwetterkarte blicken, vor allem so für den Dienstag und für den Mittwoch. Wenn wir uns die Höhenwetterkarte anschauen, sehen wir nämlich klar, dieses blockierende, mächtige Hochdruckgebiet, sehr hochreichend, sehr stabil über Nordeuropa und weiter südlich, speziell so Mittelmeerraum rund um Italien, Alpen, da eiern immer wieder einige Höhentiefs umher. Und jetzt gibt es immer wieder Schwankungen in den Wettermodellen, wie weit greifen diese Höheneier, diese Tiefdruckzone noch auf Deutschland, vor allem so auf die Südhälfte über. Da gibt es in den vergangenen Tagen immer wieder Schwankungen und auch aktuell noch, denn es wird stark darauf ankommen, ob er das Hochdruckgebiet in der Höhe übergreift. Wir sehen das mal in diesem Beispiel, ob im Grunde die Höhenströmung eher antizyklonal geprägt ist, sagt man. Da sieht man hier so, dass es nach Süden hin ausgebeult ist bezüglich der Höhenwetterkarte oder ob es eher noch zyklonal geprägt ist, nach Norden ausgebeult, dann würde nochmal so eine kleine Störung durchziehen. Das heißt, tendenziell dürfte es, je weiter man im Norden, Nordwesten ist, stabiler, trockener sein und je weiter man so im Süden, Südosten ist, desto eher ziehen eben immer mal wieder mit der strammen östlichen Strömung am Rande dieses Höhentiefkomplexes noch von Ost nach West einzelne Störungen zumindest mit Schauern durch. Das mal so erstmal zur Wetterlage, die ja wirklich schon außergewöhnlich und hochinteressant ist. Blicken wir auf den ersten Trend. Ich habe wieder ein bisschen zusammengebastelt, Montag bis Mittwoch. Ja, es lässt sich sagen, am Montag noch leicht unbeständig, vor allem so nach Norden und Nordwesten wohl schon verbreitet, trocken, längere Zeit Sonnenschein. Je weiter man so im Süden, speziell auch so Richtung Bayern kommt oder auch in Sachsen, wohl mehr Wolken und zumindest nochmal einzelne Schauer sind dabei. Es wird schon milder mit häufiger 15, vielleicht hier und da im Westen auch mal 17 Grad. Am Dienstag
Freitag. Deuten alle Wettermodelle eigentlich jetzt an, dass nochmal so eine kleine Störung durchzieht? Die würde auch im Norden nochmal einen Schwung etwas kühlerer Luft bringen, sodass es teilweise mit der 15-Grad-Marke sogar schwierig werden könnte. Und vor allem wiederum so, vor allem im Süden, Südosten, speziell wohl so die Gebiete so etwa so von Sachsen über Hessen teilweise bis nach Rheinland-Pfalz zum Saarland nochmal einzelne Schauer bringen können. Es dürfte so die Mittelgebirgsschwelle sein, das heißt so quer durch NRW, dann vor allem auch so nördlich vom nordhessischen Bergland Harz, aber auch so bis auf die Berliner Linie Brandenburg-Berlin und alles nördlich davon sollte wohl trocken bleiben. Tendenziell Mittwoch wieder dann eher eine Erwärmung, dass die Temperaturen auch mal deutlicher ansteigen können, ja endlich dann mal, aber doch noch einzelne Schauer so vor allem in der Südhälfte Deutschlands durchaus möglich sind. Wir können zusammenfassen, dass es je weiter man im Norden und Nordwesten ist, desto eher wird es wohl erstmal ein ziemlich freundlicher Wochenstart und es wird auch schrittweise milder, wobei am Dienstag wiederum eher noch ein Knick bei den Temperaturen drin ist. Ja, das mal wirklich für den verzwickten Wochenbeginn, wo es ja immer wieder auch hin und her ging. Wenn wir ein bisschen weiterschauen für den Freitag und die Hauptläufe, ich habe mal einfach heute Morgen aus dem GFS und aus dem europäischen Wettermodell den Hauptlauf herausgesucht und da gibt es wirklich unfassbar riesige Unterschiede. Das ECMWF deutet nämlich darauf hin, dass sich das Hochdruckgebiet über Skandinavien zwar im Großen und Ganzen so mit dem Schwerpunkt dort erhalten bleibt, aber auf dem Atlantik würde das Tiefdruckgebiet deutlich mehr Stärke gewinnen. Ja, und dann käme eben zunehmend eine südliche bis südöstliche Strömung in Gang, wo vor allem in den gesamten Westen und Süden, Südwesten deutlich wärmere Luft hereinkommen würde. In der zweiten Wochenhälfte, ja, da würden wir sogar nach dem Hauptlauf allmählich am Rhein Richtung 25 Grad Marke kommen im weiteren Verlauf. Man sieht aber auch das US-Wettermodell nur mal als Beispiel, was es für riesige Unterschiede in etwa einer Woche gibt. Das US-Wettermodell verschiebt den Schwerpunkt des Blockings, des starken Hochs, immer mehr Richtung Island, weit auf den Atlantik raus Richtung Island. Ja, und da käme nämlich eher dann schon wieder kühlere Luft aus Osten uns näher. Gut, es wäre zumindest jetzt nach dieser Berechnung dann mit einer östlichen Strömung weiterhin eher so bei 15, so im Osten und vielleicht ganz scharf knapp 20 Grad am Rhein. Also man sieht schon riesige Unterschiede. Wenn wir uns allerdings mal das Mittel aus dem europäischen Wettermodell anschauen, das ist ja immer besser, gemittelt aus 50 Lösungen, wenn es sehr, sehr unsicher ist, sehen wir schon, wie sich klar in der Höhenwetterkarte so diese Omega-Struktur, dieser hochreichende Hochdruckkeil abbildet und insgesamt schon die Tendenz nach diesem Mittel eher dahin geht, dass uns die milderen Luftmassen zumindest im Westen und Südwesten erreichen können. Das sehen wir auch an der 1500 Meter Temperatur. Die schaue ich mir immer gerne an, weil man so die Luftmassenverteilung sieht und das Mittel tendiert schon dahin, dass die 5 Grad Isotherme, das heißt 5 Grad in 1500 Meter Höhe, bedeutet ziemlich sicher unten in den Niederungen 20 Grad. Die schiebt sich im Mittel schon ziemlich weit nach Deutschland rein. Also ich würde mal sagen, Donnerstag, Freitag eine recht deutliche Erwärmung. Je weiter man vor allem im Westen und Südwesten ist, desto sicherer ist es, zeichnet sich nach dem Mittel doch ziemlich sicher ab. Wenn wir etwas weiter schauen, sehen wir am Sonntag weiterhin diese großen meridionalen Strukturen. Es kommt wohl über Europa zu großen Ausgleichen von Norden nach Süden und von Süden nach Norden der Luftmassen. Zum einen am Rande dieses kräftigen Hochdruckkeils wohl schiebt sich sehr warme, schon frühsommerlich warme Luft nach Norden an der Westflanke. Ja, und an der Ostflanke schiebt sich wieder deutlich kühlere Luft weiter nach Süden bzw. dann rumgeholt auch nach Südwesten rum. Und deswegen wird die große Frage sein, wo positioniert sich das Blocking, das Hochdruckgebiet, der Höhenkeil? Und da ist durchaus noch ordentlich Spielraum bei der Verschiebung. Verschiebt sich der Keil etwas weiter auf den Atlantik raus. Ruckzuck kommen wir auch wieder in kühlere Luftmassen aus Osten. Schiebt sich der Keil ein bisschen weiter nach Osten, sind wir ruckzuck sogar in frühsommerlichen Luftmassen, wo wir sogar vor allem im Westen die 25 Grad Marke erreichen könnten. Also man sieht schon, da ist sehr viel Spielraum und man kann sich schnell die Finger verbrennen, wenn man sich da jetzt schon auf irgendwas genau festlegen würde, vor allem für das darauffolgende Wochenende. Schauen wir uns dazu ein paar Trends an. Und zwar, ich habe mal gedacht, schauen wir heute vor allem mal erstmal auf den Westen für Köln, wo es ja doch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es deutlich wärmer wird im Verlauf der nächsten Woche. Und wir sehen für Köln zunächst mal hier, ja, viele Lösungen gehen dann im Verlauf der Woche auf um die 20 Grad.
Und man muss aber auch sagen, selbst hier, man sieht Donnerstag, Freitag noch relativ gut gebündelt, dass ein großer Cluster auf um die 20 Grad geht. Aber dann im weiteren Verlauf einfach mal schauen, was dann ab dem nächsten Wochenende, wir setzen hier ja bei nächste Woche Donnerstag an, wie viele von den 50 Lösungen da unfassbar weit auseinandergehen. Ab dem Wochenende, da ist wirklich alles möglich, von kühleren Lösungen mit aus Osten kühleren Luftmassen oder sogar frühsommerlichen Luftmassen aus Südwesten. Es ist absolut überhaupt keine Aussage möglich. Wenn wir da mal ein bisschen weiter schauen auf die 1500 Meter Temperatur, denn dieser Temperaturoutput hier, der ist meist bei Sonnenschein und im Frühling eher ein bisschen zu niedrig, gerade auch fürs Rheinland, für die Niederungen generell in Deutschland. Und die 1500 Meter Temperatur habe ich mal so etwa so die 8-9 Grad Linie markiert. Denn wenn wir in 1500 Meter so etwa 8-9 Grad erreichen, dann gibt es in den Niederungen unten 25 Grad. Und wir sehen hier mal diese Schwelle. Ja, vor allem der Hauptlauf, die schwarze Linie geht eben dahin, dann im Verlauf der nächsten Woche. Aber wir sehen schon, die allermeisten Lösungen bleiben eher drunter. Aber man kann nicht ausschließen nach den wärmsten Lösungen, dass wir eben auch die 25 Grad Marke im Westen erreichen. Aber wie gesagt, unfassbares Chaos, vor allem eben dann ab dem kommenden Wochenende bzw. dem übernächsten Wochenende. Ich will natürlich noch einen anderen Trend zeigen hier, wo man näher an kühleren Luftmassen ist für Dresden. Es ist auch hier im Großen und Ganzen selbst in der zweiten Wochenhälfte ab Donnerstag noch relativ große Unsicherheiten für diesen Zeitraum. Aber ein Erwärmungstrend, die meisten Lösungen gehen dann auch Donnerstag, Freitag vor allem auf deutlich milderes Wetter hier, zumindest über 15 Grad, vielleicht auch Richtung 20 hier für Dresden im Osten. Also man muss zusammengefasst sagen, dass so vor allem Donnerstag, Freitag, Samstag wohl ein deutlicher Erwärmungstrend drin ist, noch mit gewissen Unsicherheiten und danach, ich habe mal dieses Emoji auch hingemacht, absolutes Chaos. Es ist überhaupt keine Aussage möglich, vor allem was sich dann ab dem übernächsten Wochenende tut. Naja, das war's mal wieder für heute. Ich bin morgen nicht da, da ist der Lars nur da, aber am Wochenende bin ich da. Da bin ich sehr gespannt, was sich tut in den Wettermodellen. Von mir also schon mal jetzt ein schönes Wochenende. Bis Samstag und ciao.